Am dritten Tag der Red Bull X-Alps hat sich das Teilnehmerfeld bereits über mehr als 200 Kilometer gespreizt. Favorit Christian Maurer erklomm als erster die 2962 Meter der Zugspitze und konnte das gute Wetter zum Fliegen nutzen. Auch der zweitplatzierte Antoine Girard startete bei guten Bedingungen. Für die Verfolger wurde es allerdings unangenehm. Gewitter und Hagelstürme machten ihnen das Leben schwer. Für die Schlusslichter unter den Teilnehmern wird es von nun an eng. Alle 48 Stunden wird der Letztplatzierte vom Rennen ausgeschlossen. Als ersten traf es den Argentinier Claudio Heidel. Christian Maurer hat sich derweil einen Vorsprung von ca. 100 Kilometern erkämpft. Aber das Rennen ist noch lange nicht entschieden. Mehr als die Hälfte der Strecke haben die Athleten noch vor sich und demnächst warten die Wegmarken Matterhorn mit 4.478 Metern und mit 4.810 Metern der Mont Blanc.